Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 1. Februar 2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Gestern ja nach meinem Urlaub bis in den 8.9. Trade gelaufen. Gestern hier, weil wir ja den Trade letztendlich laufen lassen wollten. Und ich habe dann doch ein bisschen für den ersten Handelstag wieder kalte Füße gekriegt. Daran muss ich arbeiten, denn das wäre praktisch eine Monatsperformance gewesen. Hier dieser Schwung nach oben. Aber Demut, wir sind gut rausgekommen. Und wie sieht es heute aus? Wir sind bei 15.600 Punkten aktuell. Und ich werde hier die Big Number platzieren oben. Und wenn es hier zu einer Blue Box kommt, werden wir die Blue Box natürlich auch traden. Wo kommt die Vola Box rein? Wir haben bei 15.548 Zähler. Das heißt, wir haben hier 548 irgendwie hier so in dem Bereich. Das könnte sogar mit etwas größerem Risiko könnten wir diesen Trade machen. Also 15.548 und wir sehen auch gestern in diesem Chart hier auf 5 Minuten, mache ich mal ein bisschen kleiner, dass die Kurslücke, ich hatte ja eigentlich mehr so spekuliert, dass wir hier in dem Vormittagssession direkt die Lücke schließen, erst aber erstmal hoch und ist dann runtergelaufen und hat dann hier dieses Gap geschlossen und ist dann am Nachmittag wieder zurückgelaufen. Und wenn wir uns mal anschauen, die Volatilität gestern, wir hatten 230 Punkte. Also insgesamt vom oben vom Tief zum Hoch, das ist ordentlich für einen Montag. Schauen wir mal, wie es der Dienstag heute wird. Gap ist hier auch geschlossen worden, also da gibt es keine Gap-Öffnung und deswegen gehen wir direkt rein in unsere Wetterberichtsaussicht, wie sieht es aus hier an den Märkten? Fangen wir an mit Ethereum, 2737, 4 Stunden, also Daily immer noch Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Da ist also hier erstmal Erholung angesagt. Gehen wir direkt in Bitcoin rein, 38.000 aktuell, Daily immer noch Short, 4 Stunden sind wir long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short. Also auch hier leichte Erholung. Nächster Markt ist wie immer hier in unserem Bereich der Dow Jones. Daily short, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also auch hier Erholung erst einmal. S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also auch hier Tendenz eher nach oben. Technologiebörse Nasdaq, schon eben erwähnt, die letzten zwei Tage richtig aufgeholt. Aber wir sind immer noch im Daily Short. Also wenn wir uns jetzt mal diese Technologiebörse anziehen, das Hoch und das Tief, sind wir jetzt beim 38er Retracement, alle die in der Ausbildung stecken, wissen, das ist der Klassiker und die Erholung könnte jetzt bis hierhin laufen, 61, um dann weiter nach unten zu laufen. Könnte, also Gefahr ist erst für die, oder die Bären sind noch lange am Zuge, bis wir die 15.617 Marke nicht überwunden haben. Das nun mal auf Daily Basis. 4 Stunden Long. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Kommen wir zum J.R. Ewing nach Dallas, nämlich zum Öl. Wie sieht es dort aus? Daily long, 4 Stunden long, 30 Stunde long, 30 long und 15 short und 5 Minuten auch short. Hier ist klar, long immer noch der Ölpreis. Jetzt sind wir bei Gold, Daily short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long.
Und der letzte in unserer Rubrik ist The DAX, DAX 40, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 auch Long und 5 Minuten auch Long. Okay. Wir zeichnen heute Morgen per Hand einmal unsere Zielmarken noch ein, dann sind wir gut vorbereitet. Also 15.607 gehen wir rüber, haben wir die Zielmarke, gehen wir runter, haben wir einmal die 50er-Zone, die müsste hier sein. Genau. Also die Zone hier, dann haben wir natürlich den Daily Pivot. Und hier oben Big Number. Das sind die Felder. Ja, und dann dazwischen haben wir die Vola-Boxen als Zielmarken und so weiter und so fort. So, ein Blick auf MTX, den haben wir auch gestern nochmal getradet. So, wie sieht es hier aus? Wir haben den Short Trade gestern hier nochmal gemacht. Daily Pivot angetradet. Wir sehen jetzt hier die blaue Linie, dann wieder Punktlandung hier. Daily Pivot abgedriftet. Und jetzt sehen wir eine rote Sonne. Wir brauchen eine rote Kerze und einen Mindestabstand. Der reicht aber aus. Ja, durchaus denkbar, dass wir hier auch diesen Trade machen, wenn der Markt noch ein bisschen zurückkommt. Also, dann haben wir als Alternative Kim Jun Sen auf 5 Minuten. Da gab es gestern auch ein schönes Long Setup. Und hier auch, das halten wir das Auge mal drauf im DAX. Also, ich bin gespannt, wie der erste Monat, jetzt der erste Tag im neuen Handelsmonat reinkommt. Melde mich dann gleich noch. 9 Uhr, der Markt geht direkt auf die Big Number. So, wir messen mal ab. 48 Punkte, das heißt, auch hier gehe ich heute mit etwas größerem Risiko rein in die Vola-Box. So, 1, 2, Big Number 15607, 15607 Long oder 15592 Short. Wir sind jetzt Short auf dem rechten Bildrand im ersten Trade. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Ab den zweiten Trade, also wenn der Trade nicht direkt in den Gewinn läuft, werden wir den Trade versuchen auf angepasst zu platzieren und dann in Richtung der Zielmarken, die wir hier farblich erstmal gecancelt haben. Also 15607 Long und wir sind jetzt Long im zweiten Trade und wir gehen auf angepasst. Und gehen nach oben. 15, 6, 17. Heute Monatsanfang. Und wie eben schon erwähnt, interessanterweise auch die Liquidität hier, dass die Monatssparer ja immer am Anfang des Monats Geld abgebucht wird. Und dann werden Aktien gekauft, die dann teilweise ja im deutschen Aktienindex enthalten sind. Und wir sehen jetzt, 9:02 Uhr, der Markt steigt. Wir sind auf dem rechten Bildrand mit unserem Trade im Gewinn. Wir wollen ihn aber laufen lassen im zweiten. Wir reisen mit leichtem Handgepäck. 43 ist denn unser Ausstieg. Wenn Käufer jetzt hier reinkommen,
Und der Trade ist in den Gewinn gelaufen, in unsere Zone 50er Marke. Und damit war es jetzt hier unser Eröffnungstrade. Und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern von unserem Videotagebuch. Und wir hören uns morgen wieder und wir machen im Live-Training auch jetzt weiter.